Jo Leute, was geht, hier ist Basti von Zombies Germany mit einem neuen Video zu der Map Shadows of Evil und zwar diesmal, wie man Päcke punchen kann. Das ist ein bisschen schwieriger als sonst, weil man vier Rituale machen muss. Und zwar ist das erste Ritual im Spawn, da geht man hier in den Bestienmodus, muss diese Kiste da aufmachen, damit man diesen Ball davon bekommt, muss dann sich dann noch hier nach oben ziehen. Erst die Treppe hoch, dann die ganzen Treppen wieder runter. Da habt ihr schon den Raum gesehen, wo man das Ritual machen muss. Dann schockt ihr diesen Automaten, damit die Treppe aufgeht, wenn man da nachher zu dem Ritualraum nach oben laufen muss. Dann braucht man für das Ritual noch den Stift, den man von Andalt bekommt. Dafür müsst ihr hier in den Bestienmodus gehen und dann den großen Kran schocken. Der Kran dreht sich und lässt in so eine Kiste fallen, wo der Stift vom Anwalt drin ist. Wenn ihr den nehmt, wie ihr jetzt seht, spawnen so zwei Geister, die ihr dann einfach killen müsst, also nicht von denen töten lassen. Die killt ihr dann. Dann lauft ihr oben zu dem Raum, wo ihr das Ritual machen müsst, platziert diese Kugel und den Stift. Dann spawnen so mehrere Geister, maximal 8, also wenn ihr die nicht unbedingt töten müsst, weil die im Weg sind, könnt ihr einfach nur im Kreis mit denen laufen, 30 Sekunden lang. Und dann die spawnen die wieder, also verschwinden und das Ritual ist fertig. Dann spawnt auf dem Tisch so ein Wurm, den nehmt ihr dann, weil ihr den nachher einsetzen müsst. Man kann halt pro Person nur einen Wurm tragen, deswegen müsst ihr dann später mehrmals laufen oder ihr macht es halt mit vier Personen und jeder nimmt einen Wurm. Das nächste Ritual machen wir jetzt beim Burlesque. Und zwar geht man dann wieder hier in den Bestienmodus, zieht sich oben zu diesem Haken über dem Burlesque-Schild. Auf der Rückseite von dem Schild ist dann ein Stromkasten, mit dem ihr das Burlesque aufmacht. Der war jetzt aber schon an, deswegen habe ich den nicht geschockt. Dann zieht ihr euch wieder hier rüber, lauft da runter, wo der Perk ist, springt rüber und messert die Kiste. Dann fällt da eine Perücke runter. Die nehme ich jetzt gleich auf, wie ihr seht. Die braucht ihr für das Ritual. Dann seht ihr, die Tür zu dem Burlesque ist offen, weil wir das ja eben oben geschockt haben. Dann platziert ihr die Perücke und diesen Ball wieder auf diesen Tisch. Und das Ritual fängt an. Dann spawnen wieder die Geister. Ihr lauft im Kreis, also 30 Sekunden lang im Kreis, bis die Geister wieder weg sind. Dann nehmt ihr wieder den Wurm. Doch diesmal spawnt dieses Monster wieder da. Magwa oder sowas. Und das müsst ihr einfach killen. Das droppt dann ein Herz, wenn ihr den das erste Mal tötet. Aber das ist nicht wichtig fürs Easter Egg. Also nicht wichtig fürs Päckepunchen, meine ich. So, der nächste Schritt ist bei dem Kopfritual, das ist das dritte. Und zwar geht ihr, dafür müsst ihr in den Bestienmodus in dem Kanal sein. Das Ding hier aufschocken. Dann könnt ihr das noch aufschocken für diesen Spalt. Und das war es schon, um das Teil zu bekommen. Und zwar liegt das dann da in diesem Kanal drin, in diesem ersten Schlitz, den ich gerade gezeigt habe. Dann müsst ihr noch nach oben gehen und da in den Bestienmodus gehen, damit ihr halt den Raum für den Kopf aufbekommt. Und zwar schießt ihr euch damit wieder hoch. Seid dann in dem Haus drin, dann lauft ihr einmal komplett wieder die Treppen runter und schockt den Automaten, damit die Tür vorne aufgeht. Dann ist die Tür offen, ihr könnt da wieder reingehen, lauft die Treppen hoch und auf der zweiten Etage ist dann wieder der Ritualtisch. Da tut ihr dann wieder beide Sachen hin, die ihr aufgenommen habt. Einmal das, was ihr schon hattet und das in dem Kanal. Das platziert ihr beides hier. Dann fängt das Ritual wieder an, ihr müsst die Geister überleben, dann ist das Ritual zu Ende und ihr habt den dritten Schritt von vier. Diesmal spawnt wieder ein Magwa, den ihr dann halt einfach töten müsst und dann könnt ihr mit dem vierten und letzten Schritt anfangen. Dafür müsst ihr da hingehen, wo das Ritual vom Boxer ist. Dann geht ihr hier in Bestienmodus, zieht euch da hoch, knifft wieder die Kiste runter und dann ist da der Gürtel. Dann könnt ihr in dem gleichen Bestienmodus auch noch hier zurückgehen und die Tür aufschlagen. Da seht ihr direkt den Tisch, wo ihr das Ritual gleich machen müsst. Dann ist jetzt die Bestienform vorbei und ich kann den Gürtel aufnehmen, der liegt dann hier unten. Dann gehe ich wieder zu dem Raum, platziere den Gürtel und diesen Ball. Dann laufe ich wieder im Kreis, damit die Geister nach 30 Sekunden weg sind und das Ritual ist auch fertig. Dann nehmt ihr auch den Wurm wieder auf und nehmt den halt mit zu dem Raum, den ich euch jetzt zeige. Und zwar müsst ihr dafür jetzt in die Unterwelt gehen. Wir waren jetzt hier zu dritt, deswegen hat halt jeder von uns
ein so ein Ding dabei. Jetzt spawnen wieder die Geister hier unten, da müsst ihr aufpassen, dass ihr euch nicht töten lasst. Dann öffnet sich diese Tür, wenn ihr dagegen schießt. Und jetzt seid ihr in einem komplett anderen Raum, wo der Pack-a-Punch dann ist. Jetzt waren wir halt wie gesagt zu dritt und jeder hatte einen Wurm. Dann müsst ihr den in diese Brunnen hier platzieren. Dann hat der Marius jetzt noch den vierten geholt. Und jetzt seht ihr, jetzt haben wir schon drei platziert. Marius platziert jetzt den vierten. Und dann gehen so Strahlen von diesen Würmen aus auf diese Platte da hinten. Und das zerstört dann die Platte da hinten und öffnet den Pack-a-Punch. Dafür müsst ihr jetzt wieder diese Geister überleben. 30 Sekunden und dann öffnet sich der Pack-a-Punch hinter der Platte hier hinten. Das seht ihr. Die Strahlen gehen alle auf diese eine Platte und die öffnet sich dann gleich. Jetzt haben wir das überlebt und jetzt spawnt da oben der Shadow Man. Das könnt ihr euch mal angucken, das ist eigentlich recht lustig. Der steht dann da mit dem Ball in der Hand und wird dann auf einmal auch zu so einem ekelhaften Tentakelviech. Er verschwindet dann wieder und der Pack-a-Punch ist offen. Und weiter im Easter Egg geht's dann, da kommen auch noch viele andere Videos, wie man zum Beispiel das Schwert bekommt oder das Schwert upgradet und so weiter. Aber falls euch das Video gefallen hat, drückt einen Daumen hoch und wenn ihr die anderen Videos nicht verpassen wollt, abonniert und wir hören uns im nächsten Video. Haut rein!